Hi, wir sind auf der IFA 2017. Zum Start der Messe hat Acer hier seine neue Spin 5 Serie vorgestellt, also eine aktualisierte Ausgabe der Spin 5 Serie. Spin steht bei Acer natürlich immer für klappbare Displays. Wir können also um 360 Grad das Ganze umlegen und dann das Gerät auf diese Art und Weise auch als Tablet nutzen. Wir haben zwei Varianten. Das ist einmal eine 13,3 Zoll Version und da hinten steht dann auch noch die 15,6 Zoll Version. Beide Modelle haben jeweils ein IPS-Panel mit Touchscreen natürlich. Ihr seht hier, ich kann dann hier ganz bequem auf den Startmenü-Taste zum Beispiel drücken und das Gerät auf die Art und Weise dann ja, in Einsatz bringen sozusagen. Die 13,3 Zoll Version kommt ohne Discrete Graphics daher. Bei der 15,6 Zoll Version habt ihr die Option, eine GTX 1050 mit 4 GB eigenem Speicher zu bekommen. Damit wird er natürlich jetzt keine Gaming-Wunder vollbringen, aber immerhin ist das Ding dann zumindest für die meisten Spiele doch recht gut geeignet und kann dadurch auch so ein bisschen für Casual Gaming benutzt werden, auch für etwas anspruchsvollere Spiele. Die ganze Nummer steckt inzwischen in einem Aluminiumgehäuse, das wirkt auch recht wertig, also da biegt sich jetzt hier wenig. Allerdings fällt mir auf, ihr habt es eben schon gesehen, ich habe da einen Klick ausgelöst, das heißt also, wenn man das Gerät an einer Seite hält, kann es vorkommen, dass das Trackpad einrastet und dadurch einen Klick auslöst. Ansonsten noch recht interessant, wir haben hier oben ein breites Lüfterfeld, das dürfte auch für die Lautsprecher gedacht sein, denke ich mal. Die sind nämlich nicht am unteren Rand des Geräts zu sehen, sondern eben hier auf der Front angebracht. Dazu gibt es dann auch noch das typische Precision Trackpad und dazu dann auch noch einen Fingerabdruckleser, um euch per Windows Hello ganz bequem und schnell einzuloggen. Interessant ist hier, dass dieser eine Aussparung sozusagen im Trackpad bekommen hat. Ihr könnt also jetzt, wenn man hier genauer hinsieht, so eine leichte Kante werdet ihr da spüren, wenn ihr da drüber fahrt, sodass man da nicht aus Versehen drauf landet. Das Keyboard wirkt jetzt erstmal auf den ersten Blick recht ordentlich. Da biegt sich auch zumindest beim 13 Zoller recht wenig. Der 15 Zoller ist ebenfalls ziemlich stabil gebaut. Nicht ganz leicht die Geräte. Wir haben hier nämlich dann jeweils so um die 1,5 Kilogramm beim 13,3 Zoller und natürlich dementsprechend 2,2 beziehungsweise wahrscheinlich sogar noch ein bisschen mehr beim größeren Modell. Eine 720p-Webcam auf der Front, bis zu 16 GB Arbeitsspeicher an Bord und außerdem habt ihr hier die Intel Kaby Lake Chips aus der 8. Generation der Core-Prozessoren unter der Haube, also die 8250 und 8550U CPUs, die mit bis zu 4 GHz arbeiten und dann entsprechend mehr Leistung bieten. Zum Akku kann ich euch gerade noch nichts sagen. Ich denke mal, Acer wird da die üblichen 6, 7, 8 Stunden anstreben. Wir gucken mal ganz schnell rum. Da haben wir hier hinten natürlich einen Kensington Lock. Daneben gibt es den Ein- und Ausschalter. Der ist hier am Rand platziert, ist nicht so super praktisch. Dazu gibt es dann auch noch einen USB 3.0 Anschluss natürlich. Einen Full-Size-SD-Kartenleser, der ist ja heutzutage immer seltener anzutreffen und das gerade bei so einem Convertible-Gerät durchaus nicht selbstverständlich. Acer denkt also auch so ein bisschen an die produktiven Anwender, die mit diesem Gerät zum Beispiel Videoschnitt machen wollen oder ähnliches, dann noch einen Kopfhöreranschluss. Eure Lautstärkewippe natürlich, sowie dann hier die Statusanzeiger für den inzwischen dann ziemlich leeren Akku und natürlich den Power-Button. Das Ganze läuft hier vorne so ein bisschen spitz zu und ist aber, wie gesagt, komplett aus Aluminium gefertigt. Auf der linken Seite haben wir dann noch den HDMI-Anschluss hier hinten, natürlich am linken Ende. Dazu noch den proprietären Stromanschluss. Ihr dürft hier also nicht per USB-C laden. Dazu noch einen USB-Type-C-Anschluss. Der dürfte nicht Thunderbolt-fähig sein. So richtig 100% sicher bin ich mir natürlich da nicht. Und dann gibt es noch zwei USB 3.0 Anschlüsse, von denen einer auch zum Laden verwendet werden kann. Tja, klappt man das Ganze um, lässt sich das Ding wie ein Tablet benutzen. Dementsprechend soll dann auch natürlich der Bildschirminhalt rotieren. Und wenn man sich das Ganze hier hinten dann auch noch anschaut, dann seht ihr hier, wir haben hier auch noch Lüfterauslässe, denn das Ganze wird natürlich aktiv gekühlt, denn die 15 Watt CPUs, die hier verbaut werden, die brauchen natürlich ein bisschen aktive Kühlung. Ja, Dolby-Lautsprecher gibt es außerdem dazu und insgesamt doch ein recht attraktives Angebot. Beim Spin 5 im 15,6 Zoll Format ist das Ganze dann natürlich extrem groß geworden. Inzwischen ist ein, ehrlich gesagt, ein Format, was mir persönlich nicht so liegt. Ihr habt hier aber dann den Vorteil eines integrierten Nummernpads. Die Tasten wirken jetzt hier eigentlich recht ordentlich, sind aber interessanterweise, sind die nicht sogar kleiner? Nee, die sind letztlich gleich groß bei beiden Geräten, aber das Nummernpad ist hier doch sehr, sehr begrenzt in seiner Größe, sage ich jetzt mal. Auch hier wieder einiges an Anschlüssen. Die sehen im Grunde eigentlich identisch aus. Wir haben hier also wieder einen Kensington Lock, Powerbutton, USB-Anschluss, Full-Size-SD-Kartenleser und Kopfhöreranschluss sowie Lautstärke-Wippe. Und die Status-LEDs und auf der linken Seite gibt es dann im Grunde genau das gleiche Bild wie schon beim 13,3 Zoll Modell. Also Full-Size-HDMI, USB-Type-C, zweimal USB 3.0 und natürlich den Stromanschluss.
Ja, preislich wird das Ganze jetzt nicht so super günstig. Wir fangen nämlich beim 13,3 Zoll Modell bei 899 Euro an. Das dürfte dann wahrscheinlich auch für das 15,6 Zoll Modell gelten, sobald die Geräte dann ab Oktober in Deutschland auch auf den Markt kommen. Das war ein kurzer Blick auf die neue Acer Spin 5 Serie hier auf der IFA 2015. Einmal der Spin 5 im 13,3 Zoll Format und natürlich noch der große Bruder mit 15,6 Zoll Display und optionaler GTX 1050 GPU.